Hallo, ich mache heute Milchreis und zwar braucht ihr dafür 57 ml Milch, dann 150 ml Milchreis, 40 Gramm Zucker und einen Teelöffel Butter. Als erstes den Schmetterling einsetzen, Milch dazugeben, Zucker, Reis, und Butter. Zumachen. Messbecher raus. Jetzt 40 Minuten lang bei 90 Grad Stufe 1 mit dem Linkslauf alles kochen lassen. Während sich mein Milchreis kochen tut, mache ich schon meine Erdbeersoße in einem Smoothie Maker oder Shaker. Ihr könnt es aber auch ganz normal in der Küchenmaschine machen, wenn der Milchreis fertig ist. Und zwar braucht ihr dafür 40 Gramm Wasser, 40 Gramm Puderzucker und 210 Gramm Erdbeeren. Ich habe tiefgefrorene Erdbeeren einfach dazugeben. Wasser und Puderzucker. Jetzt zumachen und einfach mal mixen. So in der Küchenmaschine auch. Ja, das ist übrigens die Küchenmaschine von meinem 6-jährigen Sohn. Da ist die Erdbeersoße. So, unser Milchreis ist jetzt fertig. So sieht er aus. Jetzt nach Geschmack könnt ihr die Erdbeersoße dazugeben. Und ich wünsche euch einen guten Appetit und tschüss, bis zum nächsten Mal.